Es wählen einfach die Amerikaner, es wählen die Chinesen, die Inder. Wir haben zwar die Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien vielleicht noch, aber ob die das alles ausfüllen können, ist natürlich die Frage. Und die Situation ist ja auch so, dass man gar nicht weiß, was der Herbst jetzt bringen wird. Wie lange kann man geöffnet halten? Kommt wieder irgendein Lockdown? Es ist eine gewisse Unsicherheit auch da. Auch die Gäste sind vorsichtig beim im Urlaub fahren, weil sie ja nicht wissen, ob sie wieder nach Hause kommen. Wir hätten jetzt da eine Idee, unser Konzept, wie wir den Hoteliers helfen könnten, indem sie durch ihre Gäste, die sie haben, mehr Wertschöpfung erreichen. Die Wertschöpfung endet ja normalerweise meistens bei der Übernachtung. Der Gast kommt, übernachtet, bezahlt 120, 130, 140 Euro. Wenn ich jetzt noch ein Restaurant habe, dann kommt da vielleicht noch was essen, wenn ich Glück habe. Aber eigentlich endet da die Wertschöpfung. Und wir mit unserem Vita Nova Konzept hätten hier eine Idee, wie man aus den Gästen mehr Einnahmen und auch mehr Gewinn generieren könnte und zusätzlich noch mehr Gästezufriedenheit. Und das Tolle ist, man bekommt auch noch zusätzliche neue Gäste und neue Übernachtungen. Ist das hier? Ja. Hervorragend! Wie auf Wolke 7. Ja.